Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Schrägstrich Video von Escape from Mistwood Mansion. Ja, ich mache heute mal was, was ich normalerweise sehr, sehr ungerne nur mache. Ich spiele ein englisches Spiel, also ein englischsprachiges Spiel. Ich kann leider nicht viel dazu sagen, ob da jetzt einiges bei sein wird, was an Text ist, aber es ist ein Rätselspiel, so eine Art. Ja, Escape Room im weitesten Sinne. Es ist wohl mehr als nur ein Raum, so wie ich das verstanden habe. Und ich hoffe mal, dass wir da auch nicht so viel Englisch für übersetzen müssen, beziehungsweise für wissen müssen, sondern uns mehr auf die Rätsel stürzen können. Kleiner Hinweis noch kurz vorweg. Je nachdem, wie lange das Spiel sein wird. Ich habe mal im Internet ein bisschen geschaut. Es ist irgendwo zwischen 2 und 5 Stunden. Je nachdem, wie lange die Leute gebraucht haben. Deswegen, ich werde mich wahrscheinlich dann unter die 5 Stunden reinrechnen müssen. Ich bin mir noch nicht sicher. Es kommt darauf an, wie gut ich durchkomme. Aber je nachdem, wie lange das Spiel ist, werde ich das entweder am Stück aufnehmen oder in einzelne Kapitel oder sonstiges einteilen. Deswegen, ja, wenn hier und da mal ein Cut gewesen ist, weil ich mal eine Pinkelpause gemacht habe zum Beispiel, dann stört euch nicht daran. Ihr wisst jetzt Bescheid. Wir starten ein neues Spiel. Okay, und wir kriegen nichts gesagt. Kann man hier reingehen? Nee. Ich würde den gerne ausschalten, weil der anscheinend am Blinken ist. Der hat sich hier aber richtig geil eingeparkt. Also, das ist ja mal richtig toll hier. Oh, das kann man nehmen. Und werfen. Und dann? Oh, what did they say? Okay, das ist eine Errungenschaft. Okay, gut. Das wusste ich jetzt nicht. Was ist denn da hinten noch? Da können wir gar nicht hin. Okay. So, wir sind in Mistwood Mansion und irgendwie ist das ja alles sehr, sehr schnell von der Bewegung her, was ich persönlich jetzt nicht so gut finde. Ich denke mal, da können wir nicht viel machen. Klopfen wir einfach mal. Oh, hallo. Ist das ein Geisterhaus? Es ist ein Geisterhaus. Okay, und wir kommen auch nicht mehr raus. Oh nein. Kann man das. Also, E-Inspect. Okay. Willkommen in diesen Anwesen. Ja, ich habe schon festgestellt, dass die Tür hinter mir abgeschlossen ist. Vielen Dank. Und dass ich hier drin gefangen bin, das habe ich jetzt leider auch schon befürchtet. Sorry about that. Ja, super. Ja, er ist halt, er oder sie, ich weiß es ja nicht, denkt halt, dass ich es trotzdem schaffen werde, die Puzzle hier drin zu lösen und meinen Weg wieder nach draußen zu finden. Der Weg zum Frieden. Ja, was auch immer das heißen mag. Heißt das dann, ich sterbe oder was? Okay. PS, the code for the brief chase is written on the back. Wie kann ich denn? Ach so, kann ich umdrehen. Okay. Ja. Kann ich das so? Ah, ja. Okay, Moment, das schreibe ich mir auf. Ich habe mir extra schon einen Zettel geholt. 347 Brief Chase. Also ich muss es ja jetzt auf Englisch aufschreiben. Okay. Gut. Kann ich das? Ich kann es. Ich schmeiße mir mal einfach weg. So. Oh, ein Tresor haben sie auch hier. Kommen wir da rein? Schade. Anno 1423. Was zur Hölle? Es ist sehr kunstvoll. Also hier links sehe ich eine Henne. Fragt mich jetzt bitte nicht, wie. Hier unten sehe ich einen Kopf. Und hier rechts sehe ich irgendwie einen Kopf von einem Schwein oder was? Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist auch abgeschlossen. 1423. Hat das irgendwas zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Schreiben wir mal auf, vorsichtshalber. Nicht, dass wir das für irgendwas mal brauchen. Wir können auch in die Hocke gehen. Okay. Da ist aber nichts drin. Ist alles abgeschlossen hier. Da
Da kann ich. Ah, okay. Ach, Brief Chase. Moment, das war 3, 4, 7. 3, 4. Ja, jetzt wissen wir auch, was Brief Chase heißt. Nein, lass es auf. Ich will nur E's zurück. Okay. Pick-up, Hidden Button. Aha, hier ist an der Seite ist noch ein Knopf, den wir hier aber nicht finden. Ist das nicht das hier? Auf der anderen Seite ist der auch nicht, ne? Okay, also eigentlich sollte hier ein versteckter Knopf sein. Hier ist aber irgendwie keiner. Gut. Wieso kann ich das immer nur wegwerfen, aber nicht behalten? Das finde ich ein bisschen doof. Okay, den können wir aufnehmen. Wo? Oh Gott. Wofür ist der? Für diese Tür, so wie es aussieht. Okay, können wir aber noch nicht benutzen. Dann einmal. Was haben wir denn hier Schönes? Da sollen wahrscheinlich Bilder rauf, die das Ganze dann aktivieren. Das ist abgeschlossen. Okay. Welche Bilder könnten das sein? Oh, Bubi und Susi sind auch da. Ich habe tatsächlich mal zwei Wellensittiche gehabt. Der Bubi, das war. Ich weiß, das sind die typischen Namen für Wellensittiche. Aber der Bubi, das war hier genau diese Farbe im Endeffekt, dieses Blau-Weiße. Und die Susi hatte ungefähr so eine Farbe. Also, das ist jetzt irgendwie richtig cool gerade. So, das müsste der Bubi sein. Das könnte aber natürlich auch das Bild von der Susi da hinten sein. Ich weiß, man kann es nehmen. Ob es das Richtige ist, weiß ich natürlich nicht. Okay, ist aber schon mal grün. Oder es ist einfach egal, welches man nimmt. Hauptsache, die Form stimmt. Nehmen wir mal die Eule, die ist schön. Ja, ich glaube einfach nur, die Form muss stimmen. Hatte ich hier gerade was? Bewegen Sie? Ach, guck mal. Hallo! Der nimmt mich auf. Okay. Nee, das ist. Ah, so. Das ist das Falsche. Okay. Dann. Das vielleicht? Hä, wieso ist das jetzt? Wieso ist das jetzt klein und eckig? War das vorher auch klein und eckig? Hm, dann ist das eher sowas hier, oder? Auch nicht. Aber es ist die Form, würde ich mal behaupten. Perfekt. Natürlich brauchen wir dafür wieder einen Code. Inspect. Was soll das bedeuten? Ach so, Moment. Wir hatten 1423, hatte ich aufgeschrieben von dem Bild. Haha, gut, dass ich das aufgeschrieben habe. 1423. Ich wusste doch, alles, was ich hier sehe, könnte mir eventuell weiterhelfen. So, 14,3. No, machst du die 3 da rein? Sehr schön. So, die Frage ist jetzt, was ist hier drin? Ich kann das gar nicht so. Das ist ein grüner Schlüssel. Okay. Ich versuche mal eben hier diese Sensibilität. Das Sensible hier. Ein bisschen, ja, nicht ganz so schnell einzustellen. Kleinen Moment. So, ich habe es jetzt mal ein bisschen weniger sensitiv sozusagen eingestellt. Hier ist aber sonst nichts mehr, was wir noch nehmen können, ne? Also, wir brauchen noch zwei Schlüssel. Hier kommen wir noch nicht weiter. Ich vermute mal hier immer noch nicht. Dann müssten wir mal gucken, ob wir hier oben eventuell weiterkommen. Nein, da ist natürlich. Da hängt einfach so ein Schlüssel. Wollt ihr mich veräppeln? Den nehmen wir doch direkt, den tun wir doch da rein. Dann bräuchten wir noch einen, der so ein bisschen, ja, blau-grau ist, sag ich mal. Der hängt hier aber nicht zufällig rum. Hallo! Lassen Sie mich hier raus! Hilfe, ich will hier raus! Ich bin ein Star! Achso, da hatte ich schon probiert. Da komme ich auch nicht rein. Oh, hier komme ich aber auch nicht rein. Wo bekomme ich denn jetzt den letzten? Alter, das hat schon so was Stalking-mäßiges. Jetzt hat die Kamera sich in meine Richtung gedreht. Oh. So langsam läuft es mir hier eiskalt über den Rücken.
können wir hier. Ne, die können wir nicht abmachen. Die kleinen, die können wir theoretisch abmachen. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwo ein Schlüssel dahinter ist, oder? Hier auf jeden Fall nicht. Okay. Also sonst wird. Oder die Vase? Kann man die Vase irgendwie. Also es soll ja eigentlich noch einen Geheimknopf geben. Aber den Geheim. Ah, Moment. Ah! Da ist der letzte Schlüssel. Sagt mir das doch einer. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass das da hinten gemeint war. Cool. Raum 2. Let the escape begin. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, immerhin bin ich ja schon dran und ich komme ja nicht raus. Ich kann ja auch. Was war das? Alter. Das ist die Kamera. Oh, ich dachte, hier ist einer so komisch am Grunzen. Oh Gott. Heinz heißt doch, dass ich Hinweise bekomme, oder? Also auf gar keinen Fall H drücken. Ich will das ja jetzt erstmal versuchen, so zu lösen. Lake Terlin. Okay. Kann ich jetzt erstmal noch nichts. Oh, was ist das für eine Uhr? Die ist ja geil. Da ist der Mond drin. Okay. Hier haben wir Podeste, da steht aber nichts drin. Da können wir nichts anklicken. Oh, Moment. Pickup, Pfeil nach oben. Ah, das können wir bestimmt auch aufheben. Aber wofür ist das jetzt? Dell, da sind noch welche, die man theoretisch nehmen könnte. Da ist ein Koffer. Schmeiß weg. So, okay, da brauchen wir wieder einen dreistelligen Code für. Ne, mit E komme ich zurück. Ich will mal Escape drücken. Oh, sehr schön. Wir können was essen. Oder wir können das nutzen, um was runterzuwerfen, vielleicht. Oder einfach, um in den Kamin zu werfen oder so. Keine Ahnung. Schmeiß weg. Was ist denn hiermit? Da ist jetzt der erste Schlüssel drin. Nee, funktioniert nicht. Nicht, dass da gleich einer rauskommt oder so. Das ist abgeschlossen. Okay, das sieht mir so nach einem Herzen aus. Da ist. Oh, Moment. 5, 7, 1, 8. Moment, also blau 5, 7, 1, 8. Und rot. Nee, rot kann man gar nicht, ne? Rot wäre dann. Nee, nee. Man muss das Blaue nehmen. Okay. 5, 7, 1, 8. Aber wofür? Hierfür? Ich probiere es jetzt erstmal. Allerdings befürchte ich, geht das nicht, weil das hier mit den Büchern zu tun hat. 5, 7, 1, 8. Nee, das funktioniert auch nicht. Okay, ich mal mir mal eben die Zeichen auf. Das wäre dann so ein, ja, so eine Sanduhr. Dann das Blaue, dann so ein Viereck und ein Pfeil nach oben. Das ist auf jeden Fall das, was auf den Büchern drauf ist. Definitiv. Die Frage ist nur, was können wir mit den Büchern machen? Das ist ein vierstelliger Code. Das heißt, wir können das nicht hier draufstellen. Moment, das sind aber beides die gleichen Symbole. Da ist dieses Blaue. Da ist auch nochmal das Blaue und wieder das gleiche Symbol. Da ist dieses Rote. Muss ich die irgendwie verbrennen oder so? Das wäre jetzt auch noch eine Option. Das würde zumindest erklären, warum man da mehrere von hat. Was ist das denn? Zweiter. 2. November. Okay, 2. November. Ich schreibe mal hin, Terlin nach Vakoa soll das wahrscheinlich heißen.
Kann man das umdrehen? Nee, ne? Ach so, Inspect. So, okay. Schmeißen wir mal wieder weg. Hierfür brauchen wir drei Zahlen. Wir haben aber nur dieses... Obwohl, 2. November... Versuche gerade was zu hören. Die Frage ist, geht das überhaupt, wenn man nach links macht? Ja, anscheinend darf man es nicht hören. Hm. Okay, Holz haben wir. Verbrannt habe ich mich auch mal eben. Ich dachte schon, das ist aber keine gute Idee. Aber wenn das steht, ne? So, schmeißen wir mal die Bücher hier weg. Aha, aha. Oh, die gehen nicht kaputt, das ist gut. Was ist das? Irgendwelche komischen chinesischen Zeichen. Also nicht chinesischen, sondern irgendwelche komischen außerirdischen Zeichen vielleicht. Keine Ahnung. Das sieht mir auch nach gar nichts aus, was ich so kenne. Hm. Moment, AD? Ach so! Man kann das auch nochmal drehen, aber... Nee. Bei die Bücher da drauf stellen oder so? Auch nicht, ne? Also langsam geht's hier aber los. Ich weiß halt nicht genau. Moment, womit fing das an? Das fing mit dem Zeichen hier an. Inspect. Ja, das Zeichen ist halt, aber kann man sonst nichts mitmachen. Fenster drauflegen, aber nicht hier drauf benutzen. Was könnte ich denn damit machen? Hier ist ja auch immer noch dieses... Ach, die kann man drehen. Ach, ich dachte, da fehlt ein Buchstabe. Könnte das Devil heißen? Würde aber noch das V fehlen. Ja, da steht nur Touchfire. Also ich kann es anscheinend auch nicht da reinwerfen. Moment. Legen wir das mal eben hier ab. Es ist aber keine Telefonnummer, was wir da hatten mit dem 5718. Das ist das mit dem Pfeil. Alter, was hat das denn jetzt hier so geflackert? Okay, da kann ich nichts mitmachen irgendwie. Ach, ich habe keine Batterien. Okay, dann ist logisch, dass ich da nichts mitmache. Oh, schmeiß weg. Es ist geil, wie toll man die Sachen da hinlegen kann. Da ist auch nichts drin. Oh, das nächste Ticket. Moment. Das wäre dann der 29. Mai. 4 nach Leawood. Ich nehme mal an, das hat... Irgendwas, hat das vielleicht was mit der Nummer oben zu tun? Ich denke mal eher, dass das hier die Nummer ist, ne? Könnte man jetzt auf verschiedene Art und Weisen lesen. Hm. Hat das irgendwas eventuell...
Ja, schmeiß es einfach alles weg, kein Thema. Scheint haben wir hier auch keinen Strom. Moment. Wir können Tic-Tac-Toe spielen. das hat aber nichts mit dem zu tun, was hier drauf war, oder? Oben links ist einer. Ja, ein Punkt könnte ich vielleicht noch hinkriegen. Oder wenn man das Ganze dreht, vielleicht zwei Punkte. Aber mehr kriege ich da, glaube ich, auch nicht mehr hin. Oh, Moment, hier unten ist noch was. Hallo? Wieder ein Vierer. Moment, dann probieren wir hier mal 5, 7, 1, 8 aus. Ah! Open. Achso, geht jetzt. Aber wir können ja nichts reparieren. Also wir haben auf jeden Fall keinen Strom. Nicht nur, weil es rausgestöpselt ist, sondern auch, weil das Ding kaputt ist, so wie es aussieht. Ja. Inwiefern bringt uns das jetzt weiter? Da bin ich mir noch nicht sicher. Hier haben wir 3 Uhr draufstehen, glaube ich. Geht natürlich nicht, weil es kaputt ist. Da ist nichts drin. Oh, was haben wir denn hier? Ja. Kann man das irgendwie öffnen? Anscheinend nicht. Was bringt uns das dann, dass wir das jetzt gefunden haben? Ich bin mir nicht sicher. Das sind auf jeden Fall so Rollen. Bringt uns das irgendwas, dass wir das gefunden haben? Hi! Ich schmeiß das mal eben weg. So, das ist ein normales Buch, was uns gar nichts bringt. Das schmeißen wir auch mal weg. Aha, da haben wir jetzt wieder 19. April. 19. April. Wakoa City. Ah, Moment. Nach Fea. Das heißt, wir waren erst. Aber wieso, wie lange sind wir denn da gewesen? Also, wir sind einmal nach Wakoa City gefahren. Dann sind wir von Wakoa City weitergefahren im April nach Fea. Hat das dann irgendwas mit dem, Moment. Aber welche Farbe? Ach so, tschüss. Welche Farbe muss ich dann hier nehmen? Das weiß ich nicht. Achso, muss ich die. Ah, muss ich die da unten dran machen? Moment, Moment, Moment. Das war jetzt Wakoa City nach Fea. Das heißt, das müssen wir hier als zweites machen. So, und das war jetzt Fea nach Lea Wood. Und wo ist denn jetzt die andere Karte? Irgendwo habe ich die hingeworfen. Irgendwo habe ich sie hingeworfen, wo ich nicht mehr weiß, wo sie ist. Ja, wo ist sie denn jetzt? Ohne Scheiß. Hallo, Karte? Ich vermisse dich, Karte. Ach so, da hinten ist sie. Ja, genau. Wie uns das jetzt weiterbringt, das kann ich euch allerdings noch nicht sagen. So, Moment. Das können wir nur an- und ausmachen. Das heißt,
Terlin, wo ist Terlin? Das ist hier. So, dann sind wir weitergefahren nach Wakoa City und dann sind wir weitergefahren von dort aus nach Lea. Nee, Moment. Was muss ich denn da reinmachen? Ich muss doch immer das, wo der abgefahren ist, reinmachen, oder? Der ist dann nach Fee reingefahren. Aber das scheint den nicht zu jucken. Kann ich da auch mehrere reinmachen? Der ist ja von Fee wiederum nach Lea Wood. Was hier gar nicht. Doch, hier unten. Ah! Und vom Blau nach da. Und Gelb nach da. Bringt uns aber immer noch nichts. Eigentlich soll man hier mit der Kamera bewegen können. Ja. So richtig, von Terlin nach da. Ach so, via Loxfeld. Moment. Moment, wie kann ich resetten? Moment, Moment, Moment. Also, der ist von Terlin nach Loxfeld. Via Loxfeld nach hier. So, dann ist der von hier nach Via Terlin, Loxfeld und New Shire. Der ist doch jetzt nicht wieder zurück nach da gefahren, dann nach da und dann nach da, oder? Ich meine, gut, wenn das verschiedene Sachen sind. Dann ist er erst nach Terlin, zumindest steht es hier so drauf, dann nach Loxfield und dann nach New Shire und dann am Ende bei Fae anzukommen. Das ist ja total bescheuert. Und dann ist der von Fae via Terlin nach Lea Wood gefahren. So. Das ist jetzt richtig. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Das ist eine Sie Moment, das ist eine 7. 7-1. Also, ich würde jetzt sagen, das könnten eventuell. Aber ist jetzt weit hergeholt, ne? Also mit Gelb haben wir angefangen. Gelb ist eine 1. Blau ist wahrscheinlich eine 4. Und Rot ist eine 7. 1, 4, 7. Könnte es sein. Ich habe keine Ahnung. 1, 4, 7. Wir hatten doch hier was mit drei Kombinationen. Das waren vier Kombinationen. War ja klar. 1, 4, 7. Oder ist das das hier? 1, 4. Und ich hatte so Hoffnung. Schade. Eins, vier, sieben. Oder ist das hier eins? Nee, vier haben wir ja gar nicht. Ah, Moment, ist das eine Fünferkombination? Aber wir haben ja nichts mit fünf, oder? Ist das vielleicht eine. Ja, aber zum Anrufen wahrscheinlich auch nicht. Okay. Hier ist ein Kreis mit einem Punkt. Malen wir mal auf, wofür auch immer das jetzt noch gut sein könnte. Ich verstehe auch nicht, was die Dinger jetzt hier eigentlich bedeuten sollen.
Also das haben wir schon aufgemacht. Kombinationsmöglichkeiten haben wir, soweit ich weiß, eigentlich nur noch hier. Das ist ein Vierer. Aber was hat das mit diesen Zeichen zu tun? Das Zeichen haben wir zum Beispiel auch hier oben drin. Aber das hier sind 5. 1, 3, 5, 10, 12. 1, 3, 5, 10, 12. Moment. Könnte das doch eine Telefonnummer sein? 1, 3, 5, 10, 12. Wäre jetzt eine lange Telefonnummer, also gerade für Amerika. Aber können wir mal ausprobieren. Was war mit dem hier? Das war ein dreistelliger Code. Moment, hatten wir die 147 jetzt schon? Wir probieren es mal eben hier. 147. Nein. Ach Mann, man fühlt sich dann immer so clever und dann funktioniert es nicht. Ihr könnt mich doch mal. 1, 3, 5. Ach, da ist gar keine Null drin. 1, 1, 2, keine Ahnung. Ist keine Null drin. Außerdem fehlen uns noch die Batterien. Gut, das kann natürlich sein, dass wir die irgendwo kriegen sollen. Ich bin mir auch nicht sicher, können wir mit der Uhr was machen? Nee. Können wir mit der kleinen Uhr was machen? Auch nicht. Was dann auf jeden Fall, also das könnte, hat das was mit Strom zu tun? Evil of the vielleicht. Müssen wir da noch was hinhängen? Man bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt hier wahllos irgendwelche Bücher raushole. Das eigentlich aufmachen? Nee. Da funktioniert der Code nicht. Das hier verstehe ich so überhaupt gar nicht. Lass mich hier raus. Bin ein Star. Ja, das hier verstehe ich halt auch noch nicht. Weil, ne, wie soll ich telefonieren? Aber, nee, telefonieren war das nicht. Das war die Lampe. Wie soll ich das reparieren? Ich habe ja nichts, um das zu reparieren. Also da kann ich mir nur vorstellen, dass das ein Code sein soll. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben dann die Daten auch gar nichts zu bedeuten. Tagieren kann ich damit auch nicht. Könnte. Ja, selbst wenn man das umdreht oder so, kriege ich da nichts anderes raus. Also wir haben ja schon den Code im Blau da rausgeholt, aber das kann es nicht sein. Die Symbole hier verstehe ich auch nicht. Also die Symbole verstehe ich schon, aber ich verstehe nicht, was das jetzt damit zu tun hat.
Ja, keine Ahnung. Also irgendwas haben wir auf jeden Fall hier mit diesen Teilen noch nicht gemacht. Dann weiß ich nicht, was das mit der Uhr ist. Dann hatten wir diesen komischen Zettel. Wo ist der nochmal? Vor TV-Repair. Nein. Moment. Das ist gar kein. Nein, oder? Moment, das muss ich mir mal aufschreiben. Wenn das jetzt die Dings wären, also vom Telefon, dann wäre das 1, 6, 5, 5 und 7. 1, 6, 5, 5, 7. Soll das das? Ich weiß es nicht, aber können wir das erstmal irgendwo anders hinstellen, bitte? Ist das hier eigentlich? Kann man nicht benutzen. Okay. 1, 6, 5, 5, 7. Man kann es nicht benutzen, weil es aufgeht. Okay. Das wäre dann schon mal das Rätsel. Moment, wir hatten irgendwo, hatten wir da. Hatten wir die, aber wie kriege ich die jetzt da rein? Muss man so rum aufnehmen, okay. Ja, und jetzt? Auf jeden Fall ist es jetzt. Ist doch. Ist das nicht von dem Fernseher hier? Turn on. Oh! Hier? Kamin? Nee. Das ist an der Tür. Moment. Nein! Jetzt habe ich die ganze Zeit diese blöde Fernbedienung in der Hand. Moment, schmeißen wir die erstmal eben weg. Was ist das denn? Keep it safe. Schablone. Schablone. Hat das irgendwas hiermit zu tun? Rotate war rechts. Ach so, da kann ich das Ding bewegen. Okay. Ja, was soll man damit? Ist das Ding richtig da dran? Also entweder müssten ja jetzt Buchstaben oder vielleicht auch Zahlen rauskommen. Meine, da würde ich jetzt vielleicht die 2 sehen, wenn man jetzt hier von dem Großen ausgehen würde. Dann hätte ich hier aber wieder eine 2. So, ich kann das mit dem linken bewegen. Ja, aber wo drauf habe ich es abgesehen? Das ist die Frage. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Normalerweise würde ich sagen, das müsste ja irgendwie so sein. Frage ist nur, was bedeutet das und was ist da dann drin? Na. Da nach irgendwas.
Ausschau halten? Also jetzt nur nach den dicken Streifen vielleicht, oder? Das ist jetzt eine gute Frage. Also es müsste dann ja theoretisch ein englisches Wort sein, weil es ja nicht auf Deutsch übersetzt worden ist. Oder halt eben, ja, Zahlen. Aber weder mit den Strichen, also als Zahlen, noch als Buchstaben komme ich da irgendwie mit irgendwas hin. Oder muss ich das so lassen, wie es ist? Weil das wäre dann ja eigentlich frei. Aber dann hätte ich zwei. Toll. Zwei und eins irgendwie. Komme ich ja mal gar nicht mit irgendwas zurecht. Ich befürchte allerdings, dass das genau jetzt das ist, weshalb wir nicht weiterkommen. Moment, oder ist das ein Morsecode? Kurz lang, kurz lang. Aber da müsste das. Kann das ein Morse? Aber ganz ehrlich, die kenne ich jetzt natürlich nicht auswendig, wenn das jetzt wirklich ein Morsecode sein sollte. Kann ich zwar ganz gut lesen, wenn ich eine Vorlage habe, aber kenne ich nicht auswendig. Oh mein Gott. Oder ist es egal, was da drin ist? 1, 2, 3, 4, 5. Dann hätten wir 3, 5, 4. 3, 5, 4. Oder ist das ein fünfstelliger Code, wenn man das umdreht, aber warum sollte ich hier sonst keep it safe? 3, 5, 4. Moment. 3, 5, 4. Hätte ja klappen können. Ja, hätte ja klappen können. Was ist denn mit dir? Kann man hier irgendwas? Alter, was bist du denn jetzt? Kann man das hier irgendwie? Das ist doch ein Morsecode, oder? Kurz, kurz, lang, kurz. Moment, das schreibe ich mir mal eben. Kurz, kurz, lang, kurz. Kurz, das ist doch ein Buchstabe. Und dann steht da Litzi. Kurz, kurz, lang, kurz. Wenn das jetzt tatsächlich hier irgendwelche Morsecodes sind, ne? Dann raste ich hier aus. Weil ganz ehrlich, wer soll die denn bitte alle können auswendig? Was ist denn mit der Uhr? Moment, die Uhr steht. Moment, Moment. Irgendwo hatte ich mir das doch aufgeschrieben. 1, 3, 5, 10, 12. 1, 3, 5. 10, 12, das ist die Uhr. Die hat die gleichen Ziffern wie da hinten die Sockel. So.
Und jetzt erklärt mir mal, warum das so ist und wo der Zusammenhang ist. Moment, 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 Moment. Dieser Kreis, Moment, hier war doch ein Kreis drauf. Da war ein Kreis drauf. Der Kreis ist auf der 5. Ah! Okay. Der Kreis ist auf der 5. Aber ich hatte keine anderen Symbole, die dem irgendwie ähneln, oder? Ha, jetzt bin ich so, als ob ich jetzt kurz vor der Lösung stehe und trotzdem komme ich jetzt hier nicht weiter. Das kann man auch immer noch nicht öffnen, ne? Ach, Moment, kann man. Muss man vielleicht das Feuer hier. Da brauche ich einen Schlüssel für. Okay, da brauche ich einen Schlüssel für. Dann kann ich wahrscheinlich das Feuer löschen, was auch immer mir das bringt. Ich habe absolut keine Ahnung. Hier fehlt auf jeden Fall was. Normalerweise müssten wir da noch eins kriegen. Jetzt nehme ich hier schon sämtliche Kerzen auseinander, in der Hoffnung, dass hier irgendwo was drauf sein könnte. Ah, Moment, da ist auch nochmal ein Kreis, ne? Gucken wir hier nochmal kurz. Was ist denn damit? Ach, das kann man öffnen. Nein! Aber was mache ich jetzt mit dem Tesafilm? Was mache ich mit dem? Ach, das ist kein Tesa. Ja, Tesafilm ist ja auch blöd gesagt. Das ist, aber dann sollte ich das. Moment, Moment, Moment. Das müssen wir erstmal kurz wegmachen, weil wir kriegen natürlich einen Stromschlag. Vielleicht ist das auch eine. Achso, ich krieg das aber nicht mehr. Oh. Oh. Es ist Isolierband, das wollte ich noch gesagt haben. Repair. Okay. Das. Moment. Lang. Lang war jetzt das Ende, oder was? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ach komm. Tim, tim, tim. Tim, tim. Das sind Morsecodes, oder? Also ich habe jetzt, wenn ich mich nicht verguckt habe, zweimal kurz, einmal lang, einmal kurz, 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 nee, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, viermal kurz. Einmal lang. Das erste war aber zweimal kurz, einmal lang, ja? Nee. Also das erste ist kurz, lang, kurz. Moment. Ja. Kurz, lang, kurz. Zweimal kurz, lang, lang, kurz. Viermal kurz dann und einmal lang. Ja. Was bringt uns das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Das sind, Moment, das sind 1, 2, 3, 4, 5. 5 Buchstaben. Also wenn es wirklich Morse-Alphabet ist. Irgendwo habe ich noch ein Morse-Alphabet hier, aber ich habe keine Ahnung.
Ich werde jetzt mal, ich mache das normalerweise nicht gerne während der Aufnahme, aber ich werde jetzt mal eben kurz ein Morsealphabet raussuchen, mir das mal auf einem anderen Bildschirm legen und dann werde ich mal gucken, was das bedeutet. Bis gleich. So, also, wenn ich daran denke, dann werde ich hier dieses Bild von dem Morsecode mal einfügen. Und zwar hatten wir ja jetzt kurz, lang, kurz. Und das ist ein R. Dann hatten wir dieses kurz, kurz. Das ist ein I. Lang, lang, kurz ist ein G. Viermal kurz ist ein H. Und einmal lang ist ein T. Dadurch haben wir jetzt right. Aber das bringt uns so überhaupt nicht weiter mit dem Morsecode. Also, ja, keine Ahnung. Also diese Lampe hier sagt mir rechts. Was auch immer das jetzt heißen mag. Entweder heißt das jetzt, dass ich rechts hier irgendwas machen soll oder ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ich gehe wieder auf mein. Kann man das bewegen hier? Nee. Ich gehe wieder auf mein. Moment. Ich habe da gerade was gesehen. Da ist eine 1 drauf. Oder ein I. Eins von beiden. Aber ich denke mal, dass das hier drauf gehört. Okay. Aber dann fehlen uns immer noch drei Teile. Das ist natürlich doof. Hier kriegen wir aber nichts von, nehme ich mal an. Nee. Hier ist nichts. Okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall irgendwie mit diesem komischen Code hier weitermachen. Der geht immer automatisch nach hier. Ich weiß halt immer. Nein. Nein. Also eigentlich müsste es so liegen. Nein. Und ich habe es wahrscheinlich nie gesehen, weil ich es nicht richtig gerade drauf hatte und mich zu sehr auf die Striche konzentriert habe. Oh, ihr seid Schweine. Ihr seid richtige Schweine. Moment, das muss ich mir mal eben aufschreiben. Zwei. Ich denke mal, das soll 8 heißen. Also 8 und 4. 2, 8, 4. Oh, das ist nicht euer Ernst jetzt. Wenn man es so von weiter weg sieht, kann man es eigentlich. Moment, ich gehe mal auf die andere Seite. Ja, so kann man es besser erkennen. Aber ich habe es nie so richtig da dran liegen gehabt, glaube ich. Hat das denn noch irgendeine Bedeutung hier mit den Strichen oben drüber und unten drunter? Ich denke mal nicht, oder? Ist das der Safe oder ist das. Was habe ich gesagt? 284. Ja, lass mich da erstmal drehen. Zwei. Achso, vier war schon drin. Hilfe. Hallo? Wieso kann ich hier nichts rausnehmen? Hallo? Weil ich erstmal rausgehen muss. Okay, verstehe. Da ist ein Kreis und ein Kreuz dran. Moment, 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 Moment. Ein Kreis und ein Kreuz. Das wäre dann auf die 10. Kann man das eigentlich? Ja, das kann man überall hinstellen, wo man möchte. Okay. Ah, mein Gott. Und was ist das jetzt hier? Nein, oder? Es ist jetzt ein Scherz. Wird das damit zurückgesetzt? Ich bin mir nicht sicher. Also hoch, runter, hoch, runter, runter. Dann einen Moment warten. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Runter, hoch, hoch, runter, hoch. Alter. Ja, bitte. Ey, cool. Schmeiß weg. Nimm das Neue. Das ist die 1. Das ist die 1 hatten wir doch schon.
Ah, Moment. Auf der 1, das ist nicht richtig. Moment, ich stell's mal eben kurz hier hin. Schmeiß das mal eben weg. Stell das auf die 1, weil das ist ja. Aber was war denn das? Das ist ein I oder eine römische 1? Das haben wir aber so nicht hier drin. Und ich habe mich für so clever gehalten. Also, das ist aber auf jeden Fall der Mond. Der Mond muss auf die 1. Aber was mache ich dann? Gehört das dann überhaupt hier zu? Moment, da ist auch nochmal eine Tasse, sehe ich gerade. Kann man die auch? Oh, das ist die 4. 1-4, oder ist das ein Code? 1-4, da ist nichts drunter, nehme ich an. Nee. 1-4, ich schreibe das mal auf. 1, 1-4, sag mir bitte nicht, dass da irgendwo die 7 jetzt noch kommt. Weil sonst wäre das nämlich genau der Code, der im Endeffekt da oben mit dem blauen ist. Schade, hier ist nichts drin. Okay. Hätte ja klappen können. Die brauche ich mir wahrscheinlich auch nicht anzugucken hier. Okay. Ja gut, aber so langsam wird's. Da fehlen uns noch zwei Sachen. Wir wissen immer noch nicht, wie wir das mit den Büchern hier machen sollen. Da ist auch außer dem Zeichen ist da auch nichts drauf, ne? Ich schaue noch mal eben. Das war das vierte Zeichen. Aber aber wo tue ich das hin? Das vierte Zeichen. Kann man hier aber nicht irgendwie ranhängen oder so, das Buch, ne? Schmeißen wir erstmal hier rein. Können wir auch da hinten nicht. Irgendwie in den Kamin oder so, ne? Also ich denke mal, dass der Kamin, wie gesagt, auch noch ausgemacht werden muss. Und dann hatten wir hier noch dieses Zeichen. Was war denn das nochmal? Dieses Morsezeichen. Je nachdem, wie rum man den jetzt natürlich angucken möchte, wäre das kurz, kurz, lang, kurz. Ich habe zum Glück das Ding noch geöffnet. Das wäre ein F. Kurz, kurz, lang, kurz wäre ein F. Bringt uns das irgendwie weiter? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich schreibe aber mal kurz, kurz, lang, kurz. Das ist ein F. Das schreibe ich mal da drunter. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Es könnte natürlich jetzt in einem der Bücher eventuell ein Schlüssel sein, aber ich denke mal, das ist zu. Habe ich denn hier die richtige Zahl gesehen? Moment, wo habe ich denn die Zahl überhaupt aufgeschrieben? Ah, hier oben, blau. 5, 7, 1, 8. Hatte ich die jetzt überhaupt schon verwendet? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, das hatten wir hier, glaube ich, ne? Ja, okay, das hatten wir da. Ich nehme mal nicht an, dass es noch mal so ein Geheimfach hier irgendwo gibt, weil das wäre zu offensichtlich, ne? Wahrscheinlich kann man das, wenn überhaupt, dann auch nur sehen, wenn man zuvor hier irgendwas gemacht hat. Das war ein Dreier. Das war ein Dreiercode. Die 147 habe ich schon ausprobiert. Irgendwo habe ich mir. Ach so, von den Tassen habe ich die 14 auch gehabt. Die Frage ist, in welcher Kombination sind die jetzt?
Also wir können 147, wir können auch 714 mal ausprobieren. 714. Oder wenn wir das jetzt verschieben, wäre das dann 471. 47. Alter, habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Ich dachte jetzt, das wäre wieder so ein Achso, ich muss hier raus. Oh. Ich dachte, das wäre wieder so ein Trugschluss, dass das. Weil das halt auf den Tassen stand. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo hier noch eine Tasse ist. Also sehen tue ich jetzt zumindest keine mehr. Das ist dieses Kreuz auf dem Berg, sage ich mal. Das wäre dann auf der 12. Und fehlt uns aber immer noch eins. Ich wette fast mit euch, dass das hier drin ist. Nee, ich wollte... Da brauchen wir diese vier Symbole. Die Frage ist, was haben diese vier Symbole? Moment. Moment. Es gibt doch unterschiedlich viele... jetzt muss ich mal hingucken. Das erste Symbol war das rote. Da haben wir 1, 2. Wenn das jetzt die Lösung ist, dann kotze ich, ganz ehrlich. da haben wir 2. Moment, das schreibe ich mir mal eben auf. Wenn ich hier noch irgendwo Platz habe. So, 2 von dem ersten Symbol. Das zweite war, glaube ich, das blaue, ne? Mit dem, genau. Mit diesen Wellen. Da haben wir 1, 2. 2. Muss mal gucken, dass ich hier nichts auf den Boden hingeworfen habe, weil die habe ich natürlich alle jetzt durcheinander. 3. Ja, ist das gleiche. 4, 5. Das wäre dann 2, 5. Das nächste ist dieses Karo, war das nicht dieses Gelbe hier? Moment, irgendwo hatte ich hier so ein Buch. Achso, da oben. Genau, Gelb. Das wäre dann 1. Hier habe ich keins in die Ecke getonnert. 1, 2, 3, 4, ne? 4, 2, 5, 4. Und das letzte ist dann das mit dem Pfeil nach oben. Dessen Farbe ich gerade nicht weiß. Die habe ich doch gerade noch gesehen. Achso, hier, grün. Genau, da haben wir aber nur das eine von, so wie ich das hier sehe. Ich meine, ich hatte auch nur eins davon in der Hand. Machen wir 1. Also 2, 5, 4, 1. So. Wenn das jetzt die... Nee, dann kotze ich wirklich im Strahl. 2, 5, 4, 1. Nein. Nein. Ernsthaft. Geheimnis. Geheimnis. Moment. Moment. Sowieso of the secret oder secret sowieso of the, das weiß ich nicht. Da fehlt ja dann noch mehr, als ich dachte. Oh nein. hier ist nochmal Morsecode. Moment, lang, kurz. Kurz, lang ist ein A, das weiß ich. Aber was ist lang, kurz? Ich gucke wieder auf meiner schönen Tabelle hier gerade im anderen. Das ist ein N. Ein N. Moment, lang, kurz ist ein N. Also wir haben jetzt rein theoretisch vielleicht für die Wand ein F und ein N. Mehr haben wir noch nicht, ne? Das ist ja scheiße. Oh Gott. Okay.
So, da brauchen wir jetzt nicht gucken. Das ist halt das mit dem. Das ist ja gar nicht drin. Doch, auf 3 ist das, ja. Ja. Aber. Ach so, das ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel! Ah! Ich denke mal, der ist hierfür. Nein? Ist der, damit wir rauskommen? Nee, oder? Ihr könnt mich doch alle mal. Jetzt haben wir einen Schlüssel bekommen und wissen gar nicht wofür. Was ist das für ein Mist? Ja. Der ist wirklich nicht für den Feuerlöscher? Oder ist der für dahinter? Da ist ein Haar drin. Bringt uns das was? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Oh, das ist nicht euer Ernst. Jetzt haben wir einen Schlüssel gefunden und keiner weiß, wofür der ist. Ach, ich könnte mich mal, der wird jetzt weggeworfen. So. Oder war hier irgendwas? Hier war ja nichts abgeschlossen oder so, ne? Das war ja alles. Nun gut. Machen wir uns hier noch dran. Also, wir haben. Wir gucken jetzt einfach mal jedes einzelne Buch hier durch, ob da irgendwo ein Morsecode drauf ist. Ich denke es nicht. Ich denke mal nur, dass das so spezielle Bücher sind. Aber wir gucken einfach mal. Ist das ein Morsecode? Nee. Das können wir noch. Oder ist hier vielleicht bei irgendwas anderem noch ein Morsecode? Ich glaube jetzt nicht, dass das hier bei diesen blauen Büchern oder so ist. Hier dürfte normalerweise auch nichts dran sein. Ha, ist das blöd. Morsecode. Hier aus dem Morsecode ist nur Right rausgekommen. Hier können wir auch nichts umswitchen oder so, ne? Die haben wir uns noch nicht ange. Nee, die können wir aber auch gar nicht. Können wir nur schließen. Das können wir gar nicht rausnehmen hier. Oder hat es doch etwas hiermit zu tun? Das wäre kurz lang. Kurz lang vielleicht? Kurz lang, kurz lang. Was wäre denn das? Lang, kurz habe ich gefunden. Ja, gibt es nicht. Sehr schön. Kurz, lang, lang hätte ich noch im Angebot. Oder kurz, lang, lang, kurz. Aber ich denke mal nicht, dass das jetzt Morsecodes noch zusätzlich sind. Lang, lang wäre ein M. Aber wir haben jetzt ein F und ein N. Ein F und ein N. Ein N ist zum Beispiel gar nicht hier vorne drin. Also wenn überhaupt, könnte das nur ein F sein. Film oder so? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ach so, ein N. Also hier wäre auf jeden Fall ein N drin beim letzten. Fein? Fein of the Secret? Nee. Vor allen Dingen, wir müssen ja noch irgendwas. Irgendwas finden.
was dann oben drüber gehangen werden kann. Das ist... Nein, ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Ihr wollt mich doch jetzt wirklich komplett verarschen. Jetzt ist hier nicht wirklich ein Morse-Alphabet drin. Alter. Warum? Warum jetzt? Ich schmeiß das mal hier hin. Och, Leute, ernsthaft jetzt. Och. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt auch vorher gucken können, aber. Och, nee, ich sag da gar nichts mit. Ich sag da überhaupt gar nichts mehr zu. Also hier haben wir jetzt schon alle Bücher auseinandergenommen. Hier ist wahrscheinlich auch nichts mehr drin. Wir kriegen den Schlüssel nicht, um das eine zu öffnen. Was ist denn hier? Die Blumenvase können wir auch nicht rausholen. Was war denn das gerade? War da nicht gerade ein Kreis oder sowas? Ich meine, ich verstehe schon, dass die Bücher... Moment, ist da was hinter? Also erstmal habe ich die Dinge eigentlich schon angeguckt. Das sieht so komisch aus. Ach, das ist... das gehört hierzu. Full Fire. Hä? Ja, weil man das ja auch immer so bei sich in der Schublade hat. Ich habe doch keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich kann das noch machen. Ich kann es theoretisch auch hier machen, aber dann bringt mir das jetzt nicht viel. Oh. Das waren... Okay, das war eine Errungenschaft, das hinzuzufügen. Na gut. Ich dachte, ich komme da mit einem Rätsel weiter. Ihr seid doof. Na gut. Komme halt nicht mit einem Rätsel weiter. Aber das hier hinten, ist das nicht irgendwie ein Geheim? Ah, da ist ein... Ah, Moment. Ich gucke mir aber trotzdem für alle Fälle nochmal kurz die Bücher an. Ich denke nicht, dass da irgendwas drin ist, aber ne, nur, dass wir das dann nicht irgendwie übersehen oder so. So. Open. Kann ich nicht. Weil da ein Schlüssel fehlt. Oh, komm zu Mama. Oh, yes. Jetzt brauchen wir aber trotzdem immer noch. Immer noch eine Möglichkeit, was wir da reinschreiben können, ne? Sowieso of the secret. Aber da fehlt doch trotzdem immer noch ein Teil. Das sieht hier total chaotisch aus. Ich weiß gar nicht, wer hier eigentlich nicht aufgeräumt hat. Hier kann man nichts wegschieben, nehme ich mal an. Da kann man nur das Blaue noch rausnehmen. Das bringt uns natürlich auch nichts. Die Sachen bringen uns auch nicht wirklich was. Ich weiß nicht, ob man die jetzt hier irgendwie... Touch Fire, Place. Oder muss ich die Fläche reintun oder was? Keine Ahnung. Gibt das auch nochmal ein Dings, eine Errungenschaft oder so? Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Ich will nicht mehr weiterspielen. Ich komme nicht weiter. Nein, du sollst wieder aufstehen. Ist aber auch sonst nichts. Da haben wir nur noch das und da wird auch wieder nichts drauf sein. Also das da hinten stört mich irgendwie noch ein bisschen.
Zumindest wissen wir jetzt schon mal, was wir mit dem Kamin machen können. Können wir da auch eine Kerze anzünden vielleicht? Naja, anscheinend nicht. Wir können sie da vorstellen. Vielleicht fliegt ein Funke über. Vielleicht fliegt der Funke dann auch auf mich über, dass ich mal verstehe, worum es hier eigentlich geht. Also wir haben F und N, was wir mutmaßlich schon gefunden haben. Hier können wir nichts mehr freiräumen. Tja, das ist auch irgendwie so ein komisches Symbol, wo ich im Prinzip nichts mit anfangen kann, was aber wahrscheinlich auch nur bedeutet, dass das irgendwas Spezielles ist, dass man da was mitmachen konnte. Ach, das ist hier irgendwie von dem Manor das Zeichen, ne? Weil das sehe ich halt immer wieder. Die 5 haben wir gemacht, dadurch haben wir einen Schlüssel bekommen. Die bringen uns vermutlich nichts mehr, weil wir das ja schon rausgefunden haben, dass wir die zählen müssen. Tja, und jetzt dürft ihr sagen, ich stelle mich ganz doof an, weil ich keine Ahnung habe, wie es jetzt hier weitergeht. Die Uhr haben wir schon benutzt. Da haben wir den Morsecode bekommen. Telefon haben wir auch benutzt für die Batterien. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen kann oder nicht kann. Ich kann es halt auch nicht aufdrücken oder so. Wahrscheinlich ist das nur Fake. Und das Wort ist halt das Letzte, was wir jetzt noch brauchen, um hier rauszukommen. Ich finde es halt doof. Ich finde es doof, weil... Oder ist das Finale? Finale of the Secret? Nee, Final. Final ist ja Englisch. Final. Also Final anscheinend nicht. Final of the Secret. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Den habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Aber ich lag gar nicht mal so falsch, weil dann geht es nämlich dahinter weiter. Und wir müssen gucken, dass wir das Feuer auskriegen. Das Problem ist nur, wo kriegen wir den Schlüssel her, damit wir das Ding hier aufmachen können? Weil da ist ja hier oben ein kleiner Schlüssel. Den kriegen wir wahrscheinlich dann hier raus. Die Frage ist nur, brauchen wir hier oben noch was, was wir reinsetzen können? Vielleicht müsste da ja the final of the secret oder sowas stehen. Aber woher sollen wir das nehmen? Weil wir es hier nirgendwo wegnehmen können. Ich habe absolut keine Ahnung. So einen Teller kann man anscheinend nicht nehmen. Das Problem ist, ich muss auch schon die ganze Zeit auf Toilette. Das hilft mir jetzt gerade irgendwie nicht beim Denken. Hier habe ich alles gemacht. Hier oben sehe ich auch nichts mehr. Ist hier unten vielleicht noch irgendwie so ein... Moment. Ne, das war nur das Buch, ne? Open. Wo ist die Fernbedienung? Kann ich nur Turn off machen. Turn on. Zeigt halt immer das Gleiche.
Tja. Was ist hier mit der Uhr? Das hatten wir ja soweit alles. Ich komme immer noch nicht über den Morsecode hinweg. Also hätte ich gar nicht im Internet gucken müssen. 1 und 4, das waren ja jetzt letztendlich die Zahlen 14. Da fehlten uns eigentlich noch die 7. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas damit zu tun hatte. Und da kann ich halt nicht, kann ich nur wieder zumachen. Ist ein Kabel. Wenn ich das hab, geht unten die Schublade auf, oder? Ich wette mit euch, dann geht die Schublade auf. Und da ist dann vielleicht der Schlüssel drin, damit wir das Feuer löschen können. Aber was schreiben wir da rein? Ich könnte mal ein paar Kombinationen probieren. Wie heißt das Spiel? Ja gut, Escape können wir jetzt nicht. Escape könnten wir schreiben. Hier ist auch nichts, wo man irgendwie mal einen Hinweis kriegt, was man da. Da war auch nichts mehr drin. Lass mich hier raus. Also ich stehe gerade irgendwie völlig auf dem Schlauch. Ich weiß auch nicht warum. Das war halt die Sache. Ja, Lizzi wird aber nicht. Das war das F. Bei die Kerzen. Ja, ich schaue noch mal weiter. Vielleicht finde ich ja irgendwas. Inspect of the Final wird es auch nicht sein. Vielleicht finde ich noch mal irgendwas. Dann lasse ich natürlich jetzt hier alles laufen. Ansonsten bin ich ganz ehrlich. Wüsste ich jetzt überhaupt nicht, was es sein könnte. Ja, also ich guck mal, ob ich vielleicht doch noch irgendwo irgendwas finde. Tja. Also das sind Zahlen, das sind keine Buchstaben. Das haben wir mit der Uhr gemacht. Das Telefon haben wir benutzt, um die Batterien herzukriegen. Was komisch war, da fehlte die Null. Vielleicht hat das irgendwas mit einem O zu tun. Hier aus der Lampe haben wir Right rausgeholt. Das haben wir, wo haben wir das denn jetzt verwendet? Moment, Right haben wir noch gar nicht verwendet. Nee, oder? Aber dann fehlt ja immer noch oben das Ding. Wir probieren es mal. Right. Es würde auf jeden Fall. Naja, jetzt bin ich da genau. Würde auf jeden Fall genau reinpassen. Die Frage ist nur, wo krieg. Nein! Wir kriegen dadurch erst das zweite. Secret Rite of the Fire müsste das dann heißen. Also, das haben wir ja schon festgestellt, dass da ein Knopf war.
Oh, ihr Lieben, drückt mir die Daumen, dass es jetzt weitergeht. Oh ja, endlos geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sind immer noch nicht zu Ende. Ja, dieser Raum ist allerdings ein bisschen kleiner. Okay, hier war anscheinend mal eine Anleitung. Tasse plus E. Use. Ach du Scheiße. Off, off, off. Oh mein Gott. Ich glaube, ich brauche einen neuen Zettel mittlerweile. Moment. Jetzt muss ich mal eben schauen. Also, aktuell ist das runter, hoch, Mitte, runter und Mitte. So. Falls ich. Achso, kann ich aber auch resetten. Ah, ich bin ja auch wieder doof. Ich wollte gerade sagen, ich werde hier doch wieder beobachtet. Du Schwein! So, mal schauen. Was muss ich denn hier machen? Ich muss links mit rechts verbinden, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ach, das muss gedreht. Moment. Ach du Schande. Okay, das, das, das. Das. Dann geht das nach oben. Rechts. So. Muss ich einen Kreislauf haben? Wahrscheinlich, oder? Also, es geht auf jeden Fall jetzt von links nach rechts schon mal. Die Frage ist, soll das so bleiben oder muss ich da. Ach, da muss ich wahrscheinlich dieses Symbol reinkriegen, was drüben ist, oder? Obwohl andererseits. Interact. Muss ich da noch mal nach drüben gehen, oder? Hm. Bücherregal ganz oben links ist ein Pfeil. Moment, können wir da noch mal rüber gehen? Ja. Bücherregal ganz oben links. Aber welches Bücherregal? Ah, Moment. Ah, okay. Nee, ich will das mitnehmen. Ich will das mitnehmen und da du. Achso, ich muss die Maustaste drücken. Ja, okay. Gut, das heißt. Dieser Kreis war in einem Buch, oder nicht? Ach nee, das sind die Werte, die man einstellen muss. Kann das sein, hier links? Aber das sind wirklich Werte. Das sind doch Buchstaben. Hä? Das sind Werte. Moment, Switches? Was heißt denn das? Oben, unten, Mitte, oder? Oben, Mitte, unten. Oben, Mitte. Das müsste eigentlich gehen. Was passiert denn, wenn ich jetzt. Tut sich gar nichts, ne? Ja. Okay. Die Frage ist jetzt nur, also, der Hut. Der Hut, wo habe ich den Zettel denn jetzt? Hier. Der Hut war das Morsezeichen für F, war es, glaube ich. Ja, genau, der hatte mehr drin, meine ich. Für F, die Tasse. Ah, die Tasse mit einem und mit zwei. Dann gibt es noch das Buch. Ach du Scheiße. Also Missing. Das dritte ist die fehlende Tastatur, also die fehlende Taste auf dem Telefon, vermute ich mal. Das ist auf jeden. Oh, wo bin ich denn? Das ist auf jeden Fall die Null. Das heißt, das stellen wir auf Null. So,
Jetzt wird's allerdings schwierig. Der Hut hatte F. Die Tasse mit einem Strich, da müssen wir jetzt mal gucken, welche Tasse jetzt was hatte. Also, wo sind die Tassen überhaupt? Hier, die Tasse mit zwei Strichen, die hat eins. Moment, hier. Das ist die mit zwei Strichen. Das heißt, die vier hat in die Tasse mit einem Strich gehabt. So. Wo hatte ich jetzt diesen Kreis? Den Kreis hatte ich, glaube ich, bei dem Buch, was ich hier aufklappen konnte. Die Frage ist jetzt. Ach, das war das mit dem Strich und dem. Okay, das war N. Das war N. Bringt uns das jetzt irgendwie weiter? Ich bin mir noch nicht sicher. Okay. Aber das Blöde ist halt, dann habe ich auch nur Buchstaben und keine Werte. Also, der Hut hat F. FIV. FIV plus E, also fein. F, I, V, nee, Pfeif. Ach, Pfeif. Ich schreibe mir das auch noch auf. Okay, Pfeif. Moment, das erste ist Pfeif, also 5. So. So, und das zweite, das ist dann wahrscheinlich 9. Das war nämlich ein N. Dann die zweite Tasse war ein I. Genau, und NE, genau. Das ist dann Nein. Warum ich mir das jetzt extra nochmal aufgeschrieben habe, ich habe absolut keine Ahnung. So, das ist Nein. Achso, kann sich ja noch. Ach doch, ist schon. Ja. Okay. Oh! Hallöchen Ausgang! Was uns aber tatsächlich hinter dieser Tür erwartet, das werden wir im nächsten Teil sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.